Liebe Freunde, Folgendes, wenn man mit Anhänger dieser Strömungen, die oft ganz liebe Leute sind, und auch wirklich unsere Geschwister und oft brennender und eifriger, weil es sie oft so stört, dass bei uns, also ich denke jetzt an, ich komme aus der Gemeinschaftsbewegung, eben wirklich so wenig geschieht und sie sehnen sich nach mehr und dort läuft dann eben oft mehr. Ich sage dann manchmal so etwas spitz, hoffentlich versteht ihr das nicht falsch, damit wir es haben wärmer, besuchen wir die Schwärmer. Geht es ja doch etwas lebendiger zu. Aber das war jetzt nicht böse gemeint, nur zur Auflockerung. In 1. Korinther 14, wenn man mit den Leuten redet, dann berufen die sich gewöhnlich auf 4 Verse. Wer in Zungen redet, erbaut sich selbst, Vers 4. Vers 5, ich wollte, dass ihr alle in Zungen redet. Vers 18, ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle. Und Vers 39, in Zungen reden wehret nicht. Und die anderen Verse, die zitieren sie nicht so gerne, weil die sind eher negativ. Wenn ich zurückkäme und rede in Zungen, was wäre ich euch nütze? Ihr werdet in den Wind reden, der andere wird nicht davon erbaut. Was ich in Sinn habe, bringt nicht Frucht. Die Leute denken, ihr seid von Sinnen. Er behandelt sie ja wie Kindsköpfe. Und das Thema von Vers 3 bis Vers 19 ist, es muss verstanden werden. Weil im Heidentum bin ich meiner Gottheit umso näher, je ekstatischer ich bin. Deswegen sagt Paulus, ihr wisst, als ihr Heiden waret, ich wiederhole diesen Vers nochmal, zog es euch mit Macht zu den stummen, Aphonos, Götzen. Der Götze ist stumm. Und du bist deinen Götzen, deiner Gottheit, umso näher, je mehr du in Ekstase bist. Und das kannst du erreichen durch Droge, durch Alkohol, durch ständig rhythmische Wiederholung von Bewegung und durch gewisse Lautstärke. Ab einer gewissen Lautstärke kommt keine geistliche Botschaft mehr mit diesem Höllenlärm, der macht den Himmel wärmen und so viel Schall ist dran, dass keiner schimpfen kann. So sinngemäß. Und da gehen die Leute ab einer gewissen Berauschung in Ekstase. Und im biblischen Christentum geht geistliche Erkenntnis immer über den Sinn des Menschen. Es muss verstanden werden. Und Paulus bündelt diese Argumentation in Vers 19 zusammen und sagt, ich rede lieber 5 verständlich in der Gemeinde, um andere zu erbauen, als 10.000, die niemand versteht. Und das Wort 10.000, Mirios, war die damals größte bekannte Zahl. Er konnte keine größere verwenden. Also die seligen Zeiten, wo es kein Milliardendefizit gab. Man könnte also heute sinngemäß übersetzen, Million. Mirioi, so heißt das. Und jemand, der das so gut erklärt, aber du hast es ja schon zur Pflichtlektüre gemacht, das ist eigentlich geschäftsschädigend, ist der Roche Liebe. Er ist Linguist, er kann 10 Sprachen, 5 Lebende, 5 Tote. Sprachen, ja, das war jetzt kein Witz. Also Griechisch ist eine tote Sprache, Latein, ja, und so Aramäisch wird vielleicht nur noch von ganz wenigen gesprochen. Hebräisch ist wieder auferstanden. Und der erklärte das so einleuchtend. Das Büchlein ist für mich ein Geschenk Gottes. Und im biblischen Christentum also muss es verstanden werden. Und das ist der Duktus von Vers bis Vers 19. Und wenn ich diese 4 Verse rausgreife, dann habe ich den Paulus völlig auf den Kopf gestellt. Denn das ganze Kapitel steht unter der Überschrift denn, im Griechischen gar. Kapitel 14, Vers 1. Strebet nach der Liebe, befleißigt euch der geistlichen Gaben, am meisten aber, dass ihr weissagen möget. Denn. Und die Weissagung nicht dieses ekstatische, so spricht der Herr, nochmals, dass es nicht im Neuen Testament gibt, das ist eine alttestamentliche Formulierung, sondern die klassische Definition ist Vers 3. Wer aber weissagt, redet den Menschen zur Ermahnung, Tröstung und Erbauung. Und seit der Reformation definierte man es als die Darlegung des Ratschlusses Gottes in der Verkündigung oder im seelsorgerlichen Zuspruch. Also die Wortgabe. Es wäre also so, als würde mich jemand fragen, du Alexander, soll ich Theologie studieren oder Medizin? Ich würde sofort sagen, Medizin. Warum? Denn wenn du Medizin studierst, hilfst du den anderen. Wenn du Theologie studierst, erbaust du dich selbst. Ich sage jetzt so, damit er das versteht.
Diese vier Verse haben alle ein Aber. Wer in Zungen redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Ich wollte, dass ihr alle in Zungen redet, aber noch viel mehr, dass ihr weissagen möget. Ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle, aber, da steht dann noch dieses stärkere Wort für aber, dieses Allah, aber ich möchte lieber fünf Verständliche reden, um andere zu erbauen, als 10.000, die niemand versteht. Und dann in Zungen reden, wäret nicht, lasset alles aber ordentlich und ehrbar zugehen. Und liebe Freunde, ein Aber legt von der Betonung legt die Betonung immer auf diese Seite. Dass mir Leute sagen, na ja, Alexander, das war ja schön, was du gesagt hast, aber, und dann kommt's. Da gehe ich schon innerlich, es war ja eigentlich gut, was sie gesagt haben, aber, ja, und dann will der dahin, ja? Und dann frage ich, welcher Geist legt die Betonung genau auf das dem Aber entgegengesetzte Seite und macht aus dem Bremspedal des Paulus ein Gaspedal. Und erschreckt nicht, deswegen ist für mich die ganze Zungenbewegung falsch, denn sie hat das systematisch nach vorne getragen, was die Bibel systematisch zurückdrängt. Eine gewisse Valnessa Milones, und die war Missionarin in Afrika, und da lernte sie einen schwarzen Pastor kennen, und da sagte er ihr, er hat eine Methode, die wirkt hundertprozentig, dass Leute das Zungenreden bekommen. Und das ist ein gewisses Wort, das sie wiederholen müssen. Und er weiß zwar nicht den Inhalt dieses Wortes, aber er ist ja ein Bruder und er wird ja da nichts Falsches vermitteln. Und tatsächlich, das hat funktioniert und sie kam dann zurück nach Brasilien, hat dann die Pastoren zusammengerufen und hat ihnen diese Technik beigebracht und dieses Wort verraten. Und das erzählte mir in Curitiba, also in Südbrasilien, ein Bruder von der Mennonitengemeinde, und dem berichtete das jemand anderer. Und dieser Bruder erzählte mir das, und wie er dann diesen anderen fragte, weißt du noch den Inhalt dieses Wortes? Wie dieses Wort hieß? Nee. Wenn ich dir sage, kannst du dich dann vielleicht daran erinnern? Es könnte sein. War es das Wort Shambhala? Ja, das war es. Und Shambhala ist das geheimnisvolle buddhistische Reich irgendwo im Himalaya versteckt. Und am Ende der Tage, da gibt es so eine Weissagung im Buddhismus, werden die Shambhala-Krieger aufstehen und die Welt Buddha unterwerfen. Also das absolute Gegenstück zu dein Reich komme. Und dann erzählte mir ein anderer Bruder in Brasilien, wie er in der Nähe von São Paulo in einer Nazarenergemeinde mit über 1000 Mitgliedern gefragt hat, wer von euch verwendet das Wort Shambhala für sein Zungenreden? Und das haben mir Leute immer wieder bestätigt, bis hin nach Indien, dass in Kreisen, wo man Zungenreden praktiziert, dass sehr häufig dieses Shambhala vorkommt. Ja, zurück zu dieser Frage dort in der Nähe von São Paulo. Wer von euch verwendet das Wort Shambhala fürs Zungenreden? Und da ging ein Drittel der Arme hoch. Und dann erklärte er, woher das Wort kommt. Da stand ein Ältester der Gemeinde auf und sagte, wir gebrauchen es aber weiterhin. Und danach war die Gemeinde gespalten. Und da sagte ich ihm, na ja, lieber Bruder, da wirst du aber bald einen schönen Ruf bekommen. Da sagt er, ja, das nimmt er gerne auf sich. Und dann fragte ich diesen selben Bruder, ein ganz feiner, seelsorgerlicher Mann, ein deutschstämmiger Mennonit, wieso hältst du Seminare, um vor diesen Dingen zu warnen? Weil der Mann ist ein Hirte, der ist ein Verkündiger. Wieso hältst du solche apologetischen Dienste, wie man das nennt? Und da erzählt er Folgendes, sagt, wir hatten die Hauskreise und luden die Nachbarn ein und lasen das Wort Gottes, und das Wort Gottes begann an den Herzen zu wirken und sie öffneten sich immer mehr dem Evangelium, und kurz bevor sie dabei waren, eigentlich jetzt den entscheidenden Schritt zu tun, kamen die Charismatiker und sagten, komm, denen fehlt das Wahre, bei uns ist die wahre Kraft, und haben den ganzen Hauskreis abgezogen. Gut, die haben wieder Hauskreis gemacht, wiederum Nachbarn eingeladen, wiederum hat sich das Gleiche wiederholt, sie
öffneten sich mehr und mehr durch die Betrachtung des Wortes Gottes, durch die Hauskreise, durch die Bibelabende, Evangelium. Und wiederum kamen die Charismatiker und sagten, komm zu uns, bei uns ist die Fülle des Geistes, da ist die wahre Kraft, die haben da gar nichts da von dem Geist. Und dann sagte der danach, beim zweiten Mal, dieser Peter, Schluss jetzt. Und dann begann er eben solche Vorträge zu halten und diese Dinge zusammenzustellen.